Hallo, Moralesen, Ladies and Gentlemen, willkommen zur nächsten Woche, und zwar zur Woche 60 auf Icarus. Ich habe leider schlechte Nachrichten für euch. Ab jetzt wurden die Stürme und das Wettersystem überarbeitet. Für jeden, so wie auch mich, der gedacht hat, Stein ist die Lösung. Nein, Stein ist nur noch bis zur 5. Stufe. Und zwar gibt es ab jetzt 7 Sturmstufen. Sag das mal ganz schnell und versuch daraus ein Trinkspiel zu machen. Die härtesten zwei können auch Stein extrem beschädigen. Das heißt, wir sind nicht mehr sicher. Nur Beton kann allem widerstehen. Ihr habt ab jetzt eure Wettervorhersagen. Und ihr könnt 2 Stunden im Voraus sehen, welches Wetter eintritt. Ihr könnt euch also versuchen, vorzubereiten. Aber ich gebe euch einen Tipp, versucht so schnell auf Beton zu kommen, wie es geht. Denn ansonsten ist eure Bude futsch. Ich weiß nicht genau, wie es sein soll, aber so wie ich das verstanden habe, das Wetter ist persistent auf der gesamten Map und tritt nicht nur einzeln pro Biom auf, sondern über die gesamte Map verteilt. Ihr seht also theoretisch Wolken ziehen. Wobei ich es noch nicht geprüft habe, also diese Information ist noch nicht validiert. Des Weiteren habe ich nichts mehr für euch. Alles Weitere könnt ihr in der Videobeschreibung wie immer über den Link verfolgen, denn da geht es nur noch um das Backup-System und da findet ihr auch den gesamten Changelog. Diesmal endlich wieder vorhanden. Yay. Also, reinschauen lohnt sich. Wir sehen uns zur Woche 61. Nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr verzeiht mir die schlechten Nachrichten, denn ich kann ja nichts dafür. Bis zum nächsten Mal, Valado Heris, euer Wolf. Danke nochmal an alle Unterstützer und Unterstützerinnen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ohne euch wäre all das nicht möglich. Ich hoffe auf gute und schöne Projekte in der Zukunft. Danke für euren Support.